Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Genau dahin werden wir heute zurückkehren, nach Hundsgrab nämlich. Ich lasse mal einen Gruß, lasse ich mal hier. Wohl, mal sehen, vielleicht kriegen wir den noch mit. Das lassen wir hier, das lassen wir hier, das hier. Ich nehme die Fische ja mit, ist ja gut. Das lassen wir hier. So, und diesen ganzen Kram, das, was nämlich wertvoll ist, sammeln wir mal ein. Also das hier, das hier, das hier, das hier, das, das, das. War eine ganz schön lange Reise jetzt doch wieder, ne? War eigentlich gar nicht so beabsichtigt. Nee, die ollen Schuhe nicht. Habe ich die jetzt eingesteckt? Oh Gott. Das habe ich auch in wirkungslosen Trank geangelt. Die Netertruhe auf jeden Fall. Die Angel nehmen wir mal mit. Oh, Inventar voll. Okay, was lassen wir hier, Freunde? Dann lassen wir die Klamotten mal hier. Das sind ganz normale grüne Klamotten. Obwohl, ich nehme mal die Jacke mit. Vielleicht können daraus die Legendenweber was machen. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, ihr Katzen. Gut. Ist jetzt noch irgendwas was denn? Entscheidendes hier. Ich glaube nicht. 64 Steine. Wir nehmen die 42 Kies mit. Da könnten auch nochmal in Untersuchungen dann gemacht werden. Sonst die 5 Eimer. Haben wir irgendwas, was wir für 5 Eimer hier lassen können? 5 Eimer sind kostbar. Die Kohle eventuell. Ach komm, ja, wir lassen die 5 Eimer hier. Vielleicht kann sie nochmal jemand gebrauchen. Ich weiß, wie viel Eisen das ist. Also, Freunde. Die Fackel nehmen wir wieder mit. Die Kiste lassen wir jetzt hier offen stehen. Nein, das ist Sand, das könnt ihr nicht fressen. Und wir machen uns jetzt auf den Weg nach Hundsgrab. Und ihr kommt mit, alle beide. Warum sitzen die jetzt? Ich habe euch doch gar nicht sitzen lassen, oder? Aufstehen. Die kommen schon hinterher. Machen die jetzt Sitzstreik oder so? Warum haben die sich jetzt hingesetzt? Oh, Katzen. Ihr macht mich wahnsinnig. Fisch. Mit Fisch kann man sie locken. Guck mal, was ich hier habe. Ja, kommt mal her. Kommt mal her, ihr beiden. Hier, was ich hier habe. So. Jetzt folgen sie mir doch, ne? Das sind doch meine Katzen. Alle beide. Hoffe ich doch. Wir werden diesen Weg hier einschlagen. Ja, Katzen kommen mit. Alles klar. Wir werden diesen Weg hier einschlagen, die Katzen mit nach Hundsgrab nehmen und sie zu Millennians Haus bringen. Habe ich eigentlich eben eine vernünftige Begrüßung gemacht? Ich glaube schon. damit endet unsere lange, lange Reise, die wir gemacht haben. Zu einer Höhle durch den Nether sind wir gewandert. Und jetzt durch die Wüste zurück nach Hause. Und ja, es war eine lange Reise und da kann einiges passiert sein natürlich in Hundsgrab und Umgebung. Und da müssen wir natürlich erstmal fragen, was überhaupt passiert ist und was so alles vorgefallen ist. Ich habe da so ein ganz dummes Gefühl, dass eventuell etwas Schlimmes passiert ist, nämlich. Aber wir haben Glück gehabt auf jeden Fall. Wir haben einen Creeper-Tempel gefunden. Wir müssen auch diesen merkwürdigen Gegenstand hier, diesen merkwürdigen Creeper-Kopf, den müssen wir auf jeden Fall in den Mojang-Tempel bringen, auf dass sie ihn da verwahren und vor den Mächten des Bösen schützen, damit da keiner Zugang kriegt von diesen Konsorten. Denn ihr wisst, der Mojang-Tempel ist heilig und da kommt keiner von den Mächten der Finsternis eigentlich rein. Also eigentlich. Wir gehen mal hier lang. Nicht, dass die Katzen hier... Oh, hier ist ein kleines Wasserloch. Nicht, dass die Katzen da noch gegen irgendwas gegenlaufen. Den Fluss, den lassen wir jetzt mal in meiner linken Hand liegen. Ja, komm mit. Haben wir das Bett mitgenommen? Ja, Gott sei Dank. Wir haben das Bett mitgenommen. Ja, ja, komm mit. Nicht gegen die Kakteen laufen. Da, man muss auf die aufpassen, wie ein Spitz, meine ich. Da, ach, guck mal, das ist doch die Drachenwacht. Sehr schön. Da werden wir hier vor der Drachenwacht noch übernachten. Und dann geht's nach Hundsgrab. Noch was essen. So, ihr beide kommt her. Wo seid ihr? Lollek und Bollek. Ja, ja, wir schlafen jetzt hier. Gute Nacht. Oh, es ist lieb. Die hat sich auf mich draufgesetzt. Schwupp, weg ist das Bett. Sobald man irgendwas baut, setzen sie sich da gerne mal drauf, ne?
Da hinten ist Hunsgrab noch ziemlich weit entfernt und das ist hier die Gegend um die Drachenwacht, das Portal von Delfino. Und ja, hier sieht es ziemlich kahl aus. Hier wurde schon ordentlich gearbeitet, alter Schwede. Kann auch sein, dass die Baustelle hinten gar nicht von mir war, sondern vom Delfino. Alter Schwede. Und hier sind Monster. Ah, da ist sie. Die wunderschöne Drachenwacht erscheint am Horizonte. Dreiemlandmuseum wird hier die Planbaustelle Dreiemlandmuseum. Okay, hier haben wir jetzt natürlich einen Fluss. Aber hier ist eine Furcht. Da kommen wir ganz gut rüber. Ja, ihr auch. Ihr kommt da auch sehr gut rüber. Ihr seid Katzen, ihr fresst Fisch, also schwimmt gefälligst. Da sind sie mal ein bisschen zicksch, ne? Wollen wir durch, wir gehen durch die befestigte Gegend. Hier kann uns nichts mehr widerfahren. Planbaustelle Marktplatz. Ich hoffe, wir zeigen jetzt nichts, was noch nicht gezeigt werden sollte. Delfino scheint aber nicht anwesend zu sein, oder? Nö, ist nicht da. Wahrscheinlich schläft er. Unser guter Wächter hier über das Dreiemland, über Hunsgrab und überhaupt. Guten Tag, Bürger von, ich hab einen Fisch, Bürger von der Drachenwacht. Ja, alles okay bei euch? Alles im Butter? Was? Was ist mit dem Tomcat? Wo ist ein Delfino? Aha, okay. Nicht da auf jeden Fall, ja. Und was war mit Tomcat? Der hat einen Albtraum gehabt, dass Hunsgrab zerstört wurde. Oder zumindest manipuliert wurde. Ich weiß nicht, ob es ein Albtraum war oder ob einer parallel... Was? Was ist denn hier los? Katze. Hier, Fisch. Ja, es gibt viele aufregende Sachen hier, das stimmt. Aber ich habe Fisch. Und es gibt nichts, was aufregender wäre als Fisch. Kommt, alle beide, genau. Ach ja, hier wird ordentlich gebaut und ist ordentlich belebt. Also hier, oh, da ist ein Hund. Katzen? Da sind jetzt mehrere Hunde, wir rennen einfach mal durch. Oh wei, die bellen. Kommt hierher, Muschis. Lass dich von den Hunden nicht in den Pöter beißen oder so. Ist nicht mehr weit, Hundskrab sind nur noch, da stand es doch eben. 863 Meter. Block. Metablock. Metablocks. Ja, sagt tschüss, Drachenwacht. Tschüss, Delfino. Wir müssten mal wieder bald mal vorbeikommen. Was ist denn da? Konnte ich durch die Welt gucken oder was sollte das darstellen? Naja. Der alte Drachenkampfplatz. Es gibt ja Gerüchte, dass der Drache wieder lebt, ne? Habt ihr die auch gehört? Ich kann das zwar nicht glauben, weil damals haben wir ihn ja besiegt. Aber die Gerüchte, dass der Drache wieder lebt, die gibt es. Soll das wirklich wahr sein? Es war schon ein harter Kampf gegen ihn. Und eigentlich, wie schon gesagt, haben wir ihn besiegt. Damals mit den Rittern des Dreiemlandes, den Drachenrittern, haben wir ihnen den Gar ausgemacht. Ja, könnt ihr ruhig mal zuhören, ihr Flitzekatzen. Da waren wir nämlich ziemlich mutig und ziemlich geschlossen gegen den Drachen. Jetzt will ich mal sehen, ob die hier dieses Huhn fressen. Als Ocelot hätten sie es gefressen. So, da ist ein Huhn. Fresst ihr das dann? Nö. Ich hab einen Fisch. Ah, komm schon. Die sind jetzt so weit von zu Hause weg, so weit von ihrem Dschungel weg. Und außerdem hat ihr Ocelot-Gedächtnis wird langsam schon resettet. Das wird langsam schon gelöscht. Und sie werden immer mehr zur Katze. Und bald wohnen sie bei Molenia im Haus und können sich überhaupt nicht mehr an ihr Leben als Ocelot im Dschungel, als hühnerfressende Bestie. Ah, schaut mal. Schön. Unser Deichtor vom Trolldeich, ne? Aber wir gehen hier hinten rum, weil wir haben Katzen dabei, da können wir die dürfen keine nassen Füße kriegen, dann schmelzen die. Ob wir uns gerade noch erreichen, bevor es dunkel wird, und da wird mir eine Hexe angezeigt irgendwie. Aber es ist keine Hexe zu sehen, weit und breit. Das ist gut. Das ist ein ganz schön weiter Weg, wenn man kein Pferd hat, ne?
Aber für die Katzen machen wir das natürlich gerne. Die sind bestimmt sehr hungrig. Wir werden die erstmal füttern, wenn die beim Millennium Haus angekommen sind. Werden wir die erstmal. Warum geht's hier runter? Okay. Seit wann geht's da runter? Ha. Und kennt ihr noch den Berg hier? Da habe ich mit dem Papst, ihr wisst schon. Gen Hundsgrab. Ja, ihr seid jetzt schon in Hundsgrab sozusagen. Ihr seid schon auf Hundsgraber Gebiet. Eigentlich ist die Drachenwacht ein Vorposten von Hundsgrab und gehört sozusagen eigentlich auch zu Hundsgrab. Und aber Delfino ist da der Chef auf der Drachenwacht. Und da wollen wir natürlich auch freie Entfaltungsmöglichkeiten lassen, dem Lieben. So, und da seht ihr schon. Warum bist du jetzt im Stein drinne? Ja, jetzt wird's kompliziert. In Hundsgrab werden sie mir vielleicht nicht mehr so aufmerksam folgen. Da gibt's so viel, was interessant ist. Vor allem so viele Hühner, ne? Und die sind sehr hungrig. Wir müssen uns echt eilen. So, und hier soll irgendwas nicht in Ordnung sein in Hundsgrab? Die hat gesagt, das Haus von Zordern wäre verschwunden. Und das stimmt schon mal nicht. Das Haus von Zordern ist da. Das Haus von Zordern ist da. Merkwürdig. Ich hab Hunger, ihr auch, ne? Ja, ich schmatze euch erstmal was vor. Oh, nicht traurig sein. Guck mal, ich habe auch Fisch für euch. Kommt, ihr seid gleich da. Ihr kriegt gleich was zu fressen. Ihr bekommt gleich was zu fressen und dann haben wir ganz viele Katzen. Dann haben wir im Grunde drei Rassen Katzen. Vorsicht, da ist ein Hund, der ist bissig, der hat auch schon mal einen Dorfbewohner gefressen. Ja, ja. Macht da lieber einen Bogen, einen Bogen drum um den Typen. Ja, scheint alles normal zu sein hier in Hundsgrab. Ich weiß nicht, was der Delfino, was der Tomcat hat. Keine Ahnung. Alles normal. Und jetzt kommen die beiden Katzen wieder und der Balken ist wieder hochgeploppt. Ich hatte schon wieder jemand auf Steam angeschrieben. Ich dachte, ich hätte das aktiviert, aber anscheinend immer noch nicht. Na, hervorragend. Und da ist ein Huhn. Würdet ihr das jetzt fressen? Nö, ne? Würdet ihr dieses Huhn fressen, wenn ich es euch so präsentiere? Nö. Die wollen lieber vernünftiges Futter. Nein, nicht in den Brunnen. Nicht in den Brunnen. Ihr seid fast zu Hause. Hier ist nämlich Hundsgrab. Vor allen Dingen erstmal. Und hier ist das Haus von der Molenia. Und guck mal, hier sind gar keine Katzen mehr drin. Wo sind die ganzen Katzen hin? Wo sind die? Da ist eine. Okay, komm du mal her. Komm mal her. So, und jetzt kriegt ihr nämlich alle drei erstmal Futter. Und zwar kreuzen wir erstmal. Da ist auch noch eine. Dich? Moment. Ich sehe jetzt gerade nichts, das ist ein bisschen doof. Wir kreuzen jetzt hier mit einmal Tür zu. Oh. Die sind voll am Schnuffeln. Wir kreuzen dich und dich. Und dich. Und dich. Und dich. Habt ihr keine Lust? Ah, doch, jetzt. Jetzt ist irgendwas passiert. Eine kleine Katze rausgekommen. Sehr schön. Okay, ich werde jetzt hier mal weiter Katzen kreuzen. Und den Balken wegmachen, der wieder wegen der Steam-Nachricht da ist. Und dann geht's gleich weiter. Oder. Ja, ich kann euch ja alle sitzen lassen. Aber ihr kommt doch so eh wieder hinter mir her. Sitz. Steh auf. Sitz, steh auf. Und du? Ihr kommt doch sowieso wieder hinter mir her. Ich kenne euch doch. Und wo ist die andere Katze? Sitzt sie jetzt vor der Tür oder was? Ja, Katzentheater. Du machst auch mal Sitz. So ist brav. Und ihr Klein macht auch Sitz. Sitz, 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 Sitz. Die hören nicht auf mich. Na gut. Dann gehen wir jetzt noch schnell den Creeper-Schädel in den Palast bringen. In den Tempel bringen. Also in die Kathedrale. Und ja, da werden wir dann mal gucken. Da müsste eigentlich sicher sein. In der Kathedrale. Die Folge wird jetzt extrem kurz. Dafür wird die morgen wieder normal. Aber so ist das nun mal. Okay. Die Kathedrale. Die Kathedrale. Den Creeper-Schädel, wo bringen wir den mal hin? Wo können wir den mal hinbringen? Hier oben erstmal hin? Schwer zu sagen, ne?
Ich glaube, wir packen ihn erstmal hier auf den Altar. Der Altar ist immer das Allerheiligste in einer Kathedrale. So. Und hier sollte er erstmal sicher sein. Ich werde mir da nochmal einen schöneren Platz für ausdenken. Ich werde mir da auf jeden Fall einen schöneren Ort für ausdenken. Aber bis dahin sage ich erstmal, liebe Leute, es wird schon wieder dunkel. Wir müssen schlafen. Die Glocken läuten. Ich penne zu Hause in der Bürgermeistervilla total gut. Total gut, total gut. Wir sind zu Hause in Hundsgrab. Wir haben Katzen. Wir haben Hunde. Wir haben besorgte Bürger. Was? Ach, die Legendenweber. Was? Es gibt Probleme? Aha. Das war alles? Es gibt Probleme? Dann haut er ab. Naja. Darum werden wir uns morgen kümmern, meine lieben tapferen Freunde. Heute gehen wir erstmal schlafen und ich sage, liebe Leute, gehabt euch wohl, spielt tapfer weiter Minecraft und auf Wiedergesehen. Nein. Nein, wo ist er? Da war dann, habt ihr das gehört? Wo denn? Ja, das war mir so klar. Das war mir so klar. Sitz. Gut, dann bleibst du jetzt hier sitzen. Ich bring dich morgen zu Millennia zurück. Gute Nacht.